So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Weapon Throwing RPG 2. Hab beim letzten Mal zwar gesagt, ich möchte irgendwie farmen, aber irgendwie ist das super, super doof, weil wir kommen ja trotzdem weiter. Hab ich dann ein Screenshot? Ich war Level 38 angeblich gewesen und jetzt bin ich Level 42. Ich habe also doch ein bisschen was gefarmt. Und zwar habe ich... Ach genau, das haben wir gemacht. Ich habe doch ein bisschen gefarmt. hier BP Level 2 mittlerweile bekommen. Oder Skill Level 2. BP ab. Und wir haben so einen neuen Dings bekommen, einen neuen Begleiter. Und das ist hier der Recovers BP 3. Das ist das 2 und das war die 1. Habe ich gleich mitgenommen, habe ich sogar schon auf einem halben Herz. Und ansonsten, ich glaube, hier habe ich nur irgendwas ausgetauscht, glaube ich. Kann das sein? Dagger? Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, offscreen zu farmen ist irgendwie voll langweilig und doof. Und deswegen möchte ich es gerne mit euch zusammen machen. Ich meine, finde ich die Zauber ehrlich gesagt uncool, muss ich gestehen. Die gefallen mir nicht so. Hab nochmal... Haben wir das zusammen gemacht? Ich glaube ja, ne? Mit dem Aegis. Ich glaube, das haben wir zusammen gemacht mit dem 45 Defense. Ja, hat man zusammen gemacht. Und, wir brauchen nicht mehr viel für das Armor Frame plus 1. Dann kriegen wir einen zusätzlichen Armor Platz, den wir dann halt bestücken können. Auf jeden Fall mit dem... Mit dem ganz unten, Area Stone Fragment. Oder das hier. Schon direkt hat 20% weniger Schaden. Was macht das nochmal? Defense plus 20%. Reduzierter Schaden um 20%. Ich glaube, das mache ich noch. Ich nehme das mal mit und wenn wir halt das andere Ding dann haben, dann können wir auf jeden Fall da auf den Dings umsteigen. Wieder auf den anderen. Auf das andere Item. Hab ansonsten erstmal nichts gemacht, klar, logisch, ohne euch mache ich natürlich nichts. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Ich meine, ich habe 158 Stamina, hab gleich das Level ab, wenn ich einen Gegner kille. Oder zwei Gegner. Und da gucken wir mal, wie weit wir kommen. Weil ich will echt ungern, vor allem ich kann hier wirklich spammen ohne Ende, ja, das ist voll krass. Ich habe einfach mal so wahnsinnig viele BP, hier sind 113. Vakuum Slash und tot. Und Level ab. 3500 XP. Und wir können halt Spam, Spam, Spam. Ne? Außer wenn hier irgendwelche Zauber kommen, dann bin ich natürlich ziemlich am Arsch. Ansonsten sieht das aber... Achso, ja stimmt. Nee, der hat ja mega viel Damage gemacht gehabt, ne, der Gegner. Wobei ich jetzt natürlich mein Plate habe, dieses neue. Mit ein bisschen mehr Defense. Was natürlich ein bisschen besser aussieht schon. Und irgendeinen Skill haben wir auf jeden Fall immer, wenn ich alles durchspanne. Ah, das Drainsaw wäre natürlich ganz cool. Ah, das war, glaube ich, alles gut. Unnötig, wollte ich sagen, aber nö. Ey, da schmeißt er nur die Dinger, Alter. Holy. Oh, oh. Oh, ein Drainsaw, sehr gut. Ich krieg auf jeden Fall wieder Leben zurück. Das ist halt das Gute, ne? Das Drainsword bringt mir einfach so viel Leben. Und damit haben wir ihn getötet. Ach genau, ich habe wahnsinnig viele Rubine dazu bekommen. Einfach durch normales Farmen habe ich so viele Rubine bekommen. Und ein Bounding Up, nice. Und deswegen habe ich ein bisschen mehr Rubine, glaube ich, als letztes Mal. Ich glaube, wir hatten wesentlich weniger gehabt. Also Rubine bekommt man auch durch normales Spielen, ne? Und ich habe 37.600 Gold und 77 Rubine, 23 fehlen halt noch. Schauen wir mal, wie weit wir herkommen. Ansonsten müssen wir die anderen Level nachspielen. Oh. Okay. Ah ja, das Vakuum Slash, oder? Ah. Hat da schon gut Damage gemacht. 100. Wow, okay. Das war der Dagger hier. Das Intercepting Blade. Macht halt super Damage. Oh, nein, stimmt, dieses Single Strike. Klar, logisch. Der tötet halt sofort Gegner. Da war ja noch was. Da, Single Strike. Bam, Alter. Einfach zerstört den Gegner. Ist das Damage, Alter. Für fünf Punkte so einen enormen Schaden. Aua. Wow. Boah, Alter, macht das ein Damage. Da waren die Cooldowns einfach zu hoch. Aber holy ey, meine Fresse. Jetzt habe ich aber keinen. Habe ich ein Level abgehabt?
43? Doch, ich habe ein Level abgehabt. Also die Erfahrung kriegt man schon, das ist schon richtig. So, mal würde ich sagen, machen wir mal... Mal hier weiter, Vierer? Kriegen wir bestimmt hin. Ein bisschen Gems farmen. Welches Level sind die? 46? Nicht schlecht. Mal in der Hoffnung hier ein Single Strike. Ja, da ist er. Bam. Gekillt. Einfach alles Spam, ne? Was soll's? Ich hab eh so viele BP. Kurz durchgerusht, ne? Das war der Boss Battle. Da, wo ich beim letzten Mal mega versagt habe. Einfach mal easy gekillt den Gegner. Und wir kriegen natürlich, ne, die Punkte dazu. Ah, ganz wichtig. Die Skill-Level, die Skill-Points. 80. Ich brauche noch 7 Kämpfe. 7 First Wins. Dann am Areal. Drainsaw. Tschu. Wo dieser riesen Power-Spike herkommt, keine Ahnung, ja. 13.000 XP, okay. Ah, die hat doch 118 Battle Points, das ist schon echt heftig. Und halt auch, wenn man, ne, ich habe hier die Fairy bekommen, die habe ich halt aber auch bekommen, halt nur, oder von Gegnern, die ich schon besiegt habe. Das heißt also, auch bei alten Leveln kann man halt neue Buddies bekommen. Und auch, hier haben wir ein Dings aufgestellt. Erstmal hier, sie wird ein Bound-Level und hat hier, wenn Damage reduziert auf 0, überleben wir noch einen Attack, was ziemlich gut sein kann. Ich denke, das wird uns ein paar Mal den Po retten. Bäm, von dieser Activation-Dingens ist halt mega cool. Okay, ich muss hier auf jeden Fall ein zweites leveln, ne? Muss halt... Das ist ja eigentlich nur, der Dagger war ja eigentlich nur dafür da... Da wieder was zu leveln. Oh, ich hab einen Rubin wieder bekommen. Und das zappt den Blade. Der kommt aber nicht durch. Drain Sword. Und wieder ein Rubin und nochmal 3 dazu. Also 4 Rubine. Das geht schnell. So, 38.500 XP brauchen wir insgesamt. Den Dagger werden wir austauschen gegen Stone Arrow. Ja, ne? Machen wir mal. Einfach den nächsten. Einfach den nächsten reinhauen. Und den schön mal spammen, damit wir den schön leveln können. Wird nämlich kein Geld fürs Tempern ausgeben. Au. Ekelhafte Magie, geh weg. Beide durchschlagen. Beide Waffen durch unseren Vakuum Slash, ne? Doppelte Durability. Ah, der kommt durch. Barrage! Wow. Doch so viel Damage, ist ja heftig. Level 9, Alter. Der hat mal dritten Triple Throw rausgehauen. Oh, ich kann kein das. Achso, ich kann nur Items gerade benutzen. Oh, war schon mal ganz gut. Kommen auf jeden Fall ziemlich weit hier. Oh, und Bounding Up, sehr gut. Ein Silver Bangle. Kenn ich gar nicht. Hatte ich das schon mal? Ich glaube nicht. Ah, HP plus 20%. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber ich finde den Stone Arrow super schlecht, Alter. Die sind alle scheiße. Naja. Naja. 8 Dinger nur noch. Nicht mehr viel. Mhm.
Ich achte schon gar nicht mehr auf die HP des Gegners. Die sind manchmal so schnell weg. Und ein Drain Sound, gib mir den wieder. Oder doch, doch. Triple Throw. Alter. Die Daggers mit Triple Throw ist einfach nur heftig. Ein Item. Nein, der Damage ist super krass, ey. Für 9 böllern die so krass, die Teile. Oh, der aber auch. Der aber auch, meine Fresse, ey. Der hat ordentlich reingehauen. Der hätte mich fast gekillt, würde ich mal sagen. Brigandine. Wir haben noch keine 95 haben wir. Ja, 10% Activation. Wenn man halt wirklich dreimal die Dagger benutzt, ne, wäre schon ziemlich heftig. So, kann man sowas Neues kaufen oder wovon hängt das ab? Silver Arrow. Defender. Ich könnte die theoretisch leveln, ne? Hey, woran ist das gewesen? Light Arrow? Nee, ne? Ach, habe ich mir, glaube ich, noch gar nicht gekauft. Den Stone Arrow, Silver Arrow. 32 Schaden. Ich habe ihn noch nicht gekauft gehabt. Naja, hast du ja nicht. Nehmen wir den mal mit. Ich finde, der ist cooler. So ein Loading ist einfach weniger cool. Gerade wenn man so wahnsinnig viel BP hat, die man spammen kann. Dann ist das einfach super praktisch. Und er macht dann natürlich auch ordentlich Damage und hat ordentlich Haltbarkeit. Piu! Hier aber durchgerusht. Warum die Gegner so anfällig gegen die Waffen sind, verstehe ich auch gar nicht, Alter. Hör mal, wie viel Damage die kassieren. 119 durch die Axt? Das ist so heftig, ja? Der wird auf jeder einzelnen Ebene geschlagen. Oh, nicht ein einziger Skill aktiviert. Ist ja doof. Das war easy. Aikuchi und eine Lanze. Ich glaube, die Lanze hat man noch nicht gehabt. So, ein Level noch, dann können wir uns den Armor Frame plus 1 kaufen. Dann geht's ab. Kriegen wir, denke ich mal, locker hin. Der war jetzt auch nicht unbedingt schwierig gewesen, der Gegner. Der hat wieder Magie. Hässlich. Ha! Aber bevor die Magie mich erreicht hat, sind sie tot. Kein Damage bekommen. Triple Throw. Das läuft doch. Wow. Ja, der hat mir noch den Arsch gerettet. Wow, okay. Die Aktivierungszeit dauert auch nochmal. Alles klar. Aber habt ihr gesehen, ich hätte verloren, habe aber noch ein Leben gehabt durch den Skill von unserem Charakter. Aber er hat noch eine Attack Away, also wir gehen halt auf einen HP runter. Okay, also die Activation Time ist etwas delayed. Das ist ja doof. Das hätte ich nicht verloren. Zumindest da noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ich muss halt ein bisschen weiterkommen, damit ich halt neue Waffen bekomme, ne? Auf die sind halt Level 9 und auch halt bessere Waffen. Den rushe ich halt ganz gut durch. Vakuum Slash. Bäm, Alter. 158 Damage. Sehr nice. So, damit können wir uns das Armor Frame kaufen.
Dann schauen wir mal, was wir dann da reinpacken in die schöne, in das schöne Armor Frame. Bam, Alter, holy. Wir können den Eisenschild nehmen, ne? Oder BP kostet 20% geringer? Naja, das ist nicht so doof. Das ist nicht so gut, meine ich. Lederschuhe, Speedhöhe, brauche ich nicht. Lack plus, naja, kriegen wir Kisten. Also ich finde den Iron Shit schon am besten. Muss ich sagen. Also bis wir halt uns hier irgendwas Neues kaufen. Hier, ich denke, den Dragon Artikel will ich haben. Angel Feather. Oh, nicht verschert. Alles gegen Schutz, kompletter Schutz gegen alle Statusbeeinflussungen. Ist das auch das Feather? Auto HP Recovery. Ach, HP. Ah ja, das war BP, klar. Ja, könnte ich auch noch machen. Dann kann ich die anderen Dinger alles skillen. Die ganzen anderen. Oder trainieren. Die anderen Buddies. Ja, gibt ja so viele gute hier nur vielleicht noch. Okay. Gut, meine Freunde. Das Wasser ist mir vergessen. Meine Stamina ist eh fast leer. Das heißt, ich kann jetzt erstmal 2 Stunden entspannt chillen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Weapon Throwing RPG. Ich denke, dann werden wir hier weitermachen. Und ja, ich meine, 163 HP habe ich mittlerweile. Oder 214. Ja, vielleicht müssen wir doch erstmal ein bisschen leveln. Mal gucken. Wenn es nicht weitergeht, dann müssen wir auf jeden Fall leveln. Aber das können wir auch gerne zusammen machen. Wie auch immer, schauen wir mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Weapon Throwing RPG 2. Bis dahin. Ciao.